gesucht nach einem Rahmenhersteller, der ein solides Bike zur Verfügung stellt und mit verschiedenen Komponenten ergänzt. Und unsere Fahrer sind jetzt noch bei dem einen oder anderen Support hier auf dem Gelände unterwegs, weil es war ja tatsächlich eins der ersten Rennen, was wir jetzt gefahren haben mit dem Rad. Auch gleich ein richtiger Härtetest, würde ich sagen, ne? Härtetest und Härtetest bestanden. Wir haben mehrere Plätze unter den Top Ten, also zum Beispiel der Ralf Kropp hat die Masters 2 Wertung gewonnen. Der Michael Opper ist unter die ersten 10 gefahren in seiner Altersklasse. Fährt er ja immer. Genau, er ist ja schon altbekannt. Wer von euch Transalp etc. Marathons fährt, der kennt die Namen und eben auch die. Ja, noch zwei weitere. Da steht noch ein Neuzugang, das ist der Christian Nebel hier in einem blauen Jacke. Auch schon viele, viele Marathonrennen gefahren und jetzt eben frisch auf Rohloff Getriebenarbe unterwegs. Und daneben noch der Ulf Wahlers. Ja, schön, dass ihr hier seid und zufrieden gewesen mit dem Material. Jetzt frage ich mal hier drüben gleich. Wie immer zufrieden. Also da gibt es ja bei Rohloff ganz selten Probleme, dass da irgendwie mal was auftritt. Und daher, heute war absolutes Rohloff-Wetter. Ja, ich habe es auch gesagt, ne? Robert, als du ins Ziel kamst, habe ich gesagt, das war dann auch natürlich ein guter Test für die Rohloff-Schaltung. Ein kleines Kränzchen hinten, kann man sagen. Und da kann sich nicht viel abnutzen, da gibt es keine Schaltprobleme. Ganz genau, ja, das war das richtige Wetter hier. Haben richtig gefreut. Da unten stehen einige, die wahrscheinlich währenddessen gedacht haben, was für ein Schwetter. Nichtsdestotrotz, kommen wir mal zum Bike. Eine Marke, die ja bisher noch nicht so bekannt ist. Eben ihr zwei habt das Ganze entwickelt. Was ist das Besondere, Marco, an diesem Bike? Also der 29er Bike ist ja allgegenwärtig. Das ist auch ein 29er Bike. Das heißt, die Laufräder sind einfach größer, höhere Traktion, schnellere Abfahrten sind möglich, um mich auf einem sehr stabilen Laufrad. Da kombinieren wir Ride-Felgen mit Sapim-Speichen und natürlich dann mit einer Rohloff-Narbe. Da ist noch einer dazugekommen. Ja, das ist der Ralf Kropp, wollte man natürlich nicht vergessen. Der war eben noch beim Team-Support bei Magura, hat noch ein kleines Teil nachrüsten lassen und deswegen erst gewonnen. Ja, und da hatten wir auch einen kurzen Plausch, wir zwei. Ralf, du hast noch mächtig rote Augen. Das ist natürlich klar, die Brille musste abgesetzt werden, ne? Die Brille war so dreckig, man hat gar nichts mehr gesehen. Dann war es ohne Brille besser. Aber der Dreck sammelt sich dann in den Augen und ich hoffe, dass er morgen früh dann irgendwann rauskommt und die Augen wieder normal werden. Das ist ja, den Arm muss man erstmal ein bisschen leiden dann mit dem Dreck in den Augen, außer man hat 18 Ampullen Augentropfen dabei, dann kann man das irgendwie rauskriegen. Herr Robert, noch ganz kurz die Eckdaten des Fahrrads. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz nennen. Also ein Alurahmen, speziell für Rohloff-Narbe entwickelt, mit Scheibenbremse. Und die Geometrie ist so, dass es richtig für Cross-Country und schnelles Fahren ausgelegt ist. Also ein Race-Fahrrad sozusagen, ein Race-Bike. Ganz genau, ja. Okay, alle sind zufrieden. Euch werden wir in den nächsten Wochen, Monaten noch häufiger sehen. Das ist das Rohloff-Team nicht nur in Deutschland, sondern auch angrenzend in den Niederlanden? Vor allem in Holland, ja. Ah, vor allem beim Dünenrennen am Strand, an den Dünen. Strand, ja. Aber nicht Beine hochlegen und ein schönes, kühles Getränk dabei. Vollgas am Strand. Okay. Also, euch alles Gute. Damit mit dem neuen